Konnichiwa und herzlich willkommen zu Japan hautnah. Ich bin heute in der Präfektur Fukui und werde in diesem tollen Onsen Ryokan übernachten. Das hier ist die Stadt Awara und der Ryokan hinter mir ist Grandia Hosen. Eines der besten Ryokan hier in der Stadt und ich möchte euch heute mitnehmen und euch zeigen, wie so ein japanischer Ryokan aussieht, wie es funktioniert, wenn man da übernachtet, damit ihr eine Idee bekommt, wie das so ist, wenn ihr nach Japan kommt und in einem Ryokan übernachten wollt. Also, kommt mal mit und ich zeige euch Grandia Hosen. Also, wenn man hier ankommt, normalerweise mit dem Auto, weil die Anbindung ist nicht so gut, dann kommt man hier an, das Gepäck wird einem abgenommen und es geht hier in den Eingangsbereich. Der sieht zwar noch relativ alt aus, aber alles andere hier am Hotel wurde total renoviert. Und ich liebe diese ganzen kleinen, süßen, japanischen Touches, die es an jeder Ecke hier so gibt. Also, das hier ist der Gang zu unserem Zimmer. Der Bereich hier heißt Sakura-Tee und alles hier ist Sakura, also Kirschblüte, wie ihr hier sehen könnt. Uns wurde vorhin erzählt, dass dieser Bereich hier dieses Jahr neu renoviert wurde und deswegen sieht alles total schön und neu aus. Alles in diesem unglaublich coolen, modernen, japanischen Design. Das hier wollte ich gerne kurz erklären, Yukata. Wenn man in einem Ryokan übernachtet, der Onsen hat, dann kann man sich meistens einen Yukata in seiner Größe aussuchen, manchmal sogar in unterschiedlichen Farben. Den kann man dann anziehen in seinem Zimmer und damit im ganzen Onsen Ryokan rumlaufen, das ist überhaupt kein Problem. Das hier ist das heutige Zimmer. Hereinspaziert. Ich finde es total super. Es ist hier halb japanisches Zimmer, halb westliches Zimmer. Wer also nicht auf einem Futon schlafen möchte, auf dem Boden, der hat hier das Bett als Option. Dieser ganze Design ist natürlich schon sehr japanisch angehaucht, aber modern japanisch. Das heißt dann Wamodan. Auch sehr cool, wenn man auf sowas steht, ist diese Couch hier aus Tatami-Matte. Jetzt zeige ich euch noch das Badezimmer, was ich irgendwie auch sehr cool fand. Ganz groß mit zwei Spülbecken. Und jetzt das Klo, was natürlich super japanisch ist. Wenn man das hier aufmacht, geht das Licht an. Und dann passiert nichts. Okay. Also hier sind die Klo-Slipper hier unten. Immer, wenn man aufs Klo geht, Klo-Slipper und dann, aha, auf der anderen Seite ist dann das Bad. Das ist allerdings, naja, enttäuschend. Ein ganz normales japanisches Unit-Bath. Aber das ist auch gar nicht so wichtig. Dieser Ryokan hier hat ein Public Bath, also ein großes Onsen mit lauter verschiedenen Bädern, das wir benutzen können. Und das werde ich auch auf jeden Fall heute machen. Jetzt, wo ich euch das Zimmer gezeigt habe, möchte ich euch gerne auch noch die Lounge hier zeigen. Das hat mich total überrascht. Hier gibt es den ganzen Tag Free Drinks. Sehr schön hier. Eine ganz witzige Sache, die man hier machen kann, ist selbst Onsen-Eier machen. Das heißt, du nimmst hier dein Ei, schreibst deinen Namen drauf, packst es hier in ein Netz und dann kommt das hier draußen oder hier drinnen auch in das heiße Onsen-Wasser. Und dann muss man ein paar Minuten warten und dann kann man sein Onsen-Ei essen. Aber ich muss sagen, ich bin so satt. Ich glaube, das machen wir heute nicht. Oh wow! Das hier ist der Außenbereich vom Onsen und der hat einen wunderschönen japanischen Garten. Ich habe mich hier in eine Japanerin verwandelt. Nein, Quatsch. Aber das hier ist ein Yukata. Erstmal einmal umziehen, dann geht's ab ins Bad, dann das Ding wieder anziehen, wenn man ganz frisch ist. Und damit kann man Abendessen gehen, damit kann man frühstücken gehen. Das kannst du als Schlafanzug benutzen. Sehr vielseitig, so ein Yukata. Und ich habe mich jetzt umgezogen und jetzt geht's ab in den Onsen. Allerdings kann ich leider im Onsen nicht filmen, weil das ist ein Kommunalbad und deswegen sehen wir uns, wenn ich ganz erfrischt und relaxed wieder aus dem Onsen raus bin. Ah.
Der Onsen war so entspannend. Das war ein riesen Onsen, total modern. Um mal ganz kurz zu erklären, wie so ein Onsen funktioniert. Man zieht sich komplett aus, kein Bikini, reingehen, erstmal waschen, Haare waschen, Körper waschen und dann erst ins Becken rein. Und es gab 1, 2, 3, 4, 5, 6 Becken insgesamt, 2 davon draußen. Alle total schön warm, eine Sauna, ein kaltes Becken und ich habe da gut eine Stunde drin verbracht, einfach total entspannt. Und jetzt bin ich fertig und bereit fürs Abendessen. Also Zeit fürs Abendessen! Go, go, go! Oh, oishisou ne. Dining Fukura. Das heutige Abendessen, wie ihr sehen könnt oder vielleicht nicht sehen könnt, ist Shabu Shabu. Shabu Shabu heißt so, weil das das Geräusch ist, wenn man Fleisch in einer heißen Suppe so hin und her Shabu Shabu. Heute gibt's sehr teures Rindfleisch, aber auch sehr viele andere Sachen. Itadakimasu. Das hier ist quasi der Teller mit den ganzen Startern. Oktopus. Ich würde sagen, das hier ist irgendein Cream Cheese. Das hier... Gute Frage. Das ist so allerlei. Und hier drin dürfte auch noch irgendwas sein. Weiß ich auch nicht genau, was das sein soll. Und genau aus diesem Grund gibt es eben hier dieses Menü, das dir dann ganz genau erklärt, was jedes kleine Gericht ist. Aber ich probiere einfach mal. Da ist hier oben eine Bohne drauf und unten, achso, das ist wahrscheinlich irgendeine Art von Muschel. Mmh, sehr lecker. Nach der Vorspeise gibt es Sashimi. 4 Arten. Ich habe nur leider nicht zugehört, was ist. Das Interessante heute sind diese verschiedenen Arten, das zu verfeinern, wobei ich keine Ahnung habe, was das alles sein soll. Was das hier ist, weiß ich. Wow. Okay, großes Stück. Nehmen wir hier in die... Ich schätze mal, es ist Sojasauce. Schmeckt sehr lecker. Maguro. Wirklich, keine Ahnung, was ist. Also manchmal hier dieses schwarze Zeug daran. Ah, das ist Salz. Mmh, lecker. Also das hier ist die Hauptspeise, Shabu Shabu, mit 4 verschiedenen Arten Fleisch. Davon sind 3 Rindfleisch und 1 Schweinefleisch und total buntes Gemüse mit 2 verschiedenen Arten Soßen, die dann auch noch mit unterschiedlichen Sachen hier verfeinert werden können. Und zum Abschluss gibt es dann noch ein paar Udon-Nudeln, die da reinkommen. Also wirklich wow! お湯につけていただいて5秒ほどですね。 こちらで失礼いたします。 ありがとうございます。 お餅でお野菜でお野菜があります。 Wow, das war wirklich lecker. Das nächste ist hier Hüfte oder so. Also das hier vielleicht auch 5 Sekunden rein, hier. Ja? 1, 2, 3, 4, 5 oder so. Ja. Und dann hier in die Sesamsoße vielleicht. Sieht lecker aus, oder? Und es ist so weich und schmilzt so im Mund und ich schmilze dahin. Einfach nur wow. Das hier ist das Schweinefleisch, die Pilze dazu. So. Mal schauen, wie es schmeckt. Falsch. Ich bin ganz schön voll. Das war wesentlich mehr Fleisch, als es aussah. Und das Gemüse war zwar sehr, sehr lecker, aber auch sehr viel. Am Ende gibt es jetzt hier noch die Udon-Nudeln, die sehr gut sind. Und in Japan im Normalfall am Ende immer noch eine Schüssel Reis
und Miso-Suppe. Und ich muss sagen, das geht jetzt, glaube ich, dann gleich gar nicht mehr rein. Dessert gibt es dann auch noch. Der heutige Nachtisch ist Sorbet und Früchte. Und ich habe vorhin gesagt, da passt kein Nachtisch mehr rein, aber ich glaube, der Nachtisch, der passt noch rein. Gut, so sind wir nicht da. Wir sind wieder in unserem Zimmer zurück und tada! Während wir beim Abendessen waren, hat jemand uns hier die Futonbetten hingemacht. Sehr schön. Dann kann man nämlich direkt so machen. Und ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss. Zeit fürs Frühstück. Es ist 8 Uhr morgens und ich habe überhaupt keinen Hunger, weil wir gestern Abend so viel zu Abend gegessen haben. Aber hier gibt es ein Buffet, also kann man einfach so viel essen, wie man will. Let's go. Also ich habe mir ganz viele Sachen vom Frühstücksbuffet geholt, wie ihr sehen könnt, sehr westlich, deutsch angehaucht. Ich muss sagen, ich brauche zum Frühstück keinen Fisch und Reis und all diese anderen Sachen, die Japaner gerne zum Frühstück essen. Ich sage immer, probiert alles aus, also wenn irgendwas interessant aussieht am Frühstücksbuffet, alles einfach mal nehmen, ausprobieren, wenn es nicht schmeckt, ihr müsst es ja nicht aufessen und einfach Spaß haben. Guten Appetit! Weil ich ja gestern keine Onsen-Eier gegessen habe, habe ich mir gedacht, könnte ich das heute zum Frühstück machen. Also mache ich mir jetzt ein Onsen-Eier-Reisschälchen. Ah. 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 Okay, das ist nicht gut gegangen. Wie ihr vielleicht wisst, die Japaner lieben es, rohes Ei zum Frühstück auf ihr Reis zu packen. Ich mag rohes Ei jetzt nicht, aber so ein Onsen-Ei ist quasi wie so ein weichgekochtes Ei. Schmeckt schon ziemlich gut. So, es ist jetzt 10 Uhr morgens und ich habe ausgecheckt. Ich muss sagen, der Stay hier war wirklich toll. Super relaxing, die ganze Hotelanlage ist super toll, alles ist renoviert, das Essen war super lecker, der Onsen war super entspannend, das Zimmer wirklich klasse. Gurandia Hosen kann ich empfehlen und ansonsten hoffe ich auch, dass dieses Video euch geholfen hat, um zu sehen, wie es ist, in einem japanischen Ryokan zu übernachten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann bitte einmal gefällt mir drücken und auch diesen Kanal abonnieren. Ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dann! Tschüss!